Hi, Paul Kramer hier vom Videocheck und herzlich willkommen zur Rezension über den U-Sync Mini-Beamer. Videocheck. Gekauft habe ich das Teil für 109,99 € bei Amazon und das Besondere an diesem Beamer ist natürlich das kleine Packmaß. Wir haben hier wie gesagt eine Upgrade-Version, 50% heller als der Vorgänger, insgesamt 2000 Lumen und unterstützt Full HD. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal in die Kiste rein und gucken, was uns da direkt erwartet. Das Ding kommt auf jeden Fall super sicher, safe eingepackt daher. Wir haben eine Anleitung, die ist in Englisch, allerdings ist die Menüführung von diesem Beamer hier deutsch. Zumindest soll diese das sein. Das Teil unterstützt, wie gesagt, Full HD und ist kompatibel mit allen Spielkonsolen. Kompatibel mit Handys, mit Speicherkarten kann man reinpacken. Wir haben die Möglichkeit, den Laptop anzuschließen. Wir haben einen AV-Eingang, einen USB-Anschluss und so weiter. Also das ist auf jeden Fall alles gegeben. Und das Ding sieht auf jeden Fall schon mal sehr schick aus. Gucken wir uns das gleich mal genauer an. Schauen wir erstmal, was noch alles mit dabei ist. Wie gesagt, wir haben einmal einen Stecker für Germany, dann einen Stecker, ich weiß nicht für welches Land das ist, aber den brauchen wir auf jeden Fall nicht. Dann haben wir dabei eine Fernbedienung. Wir müssen allerdings noch einmal Batterien reintun. Da kommen zwei AAA rein. Hier haben wir einmal unser AV-Kabel und das war's. HDMI-Kabel ist nicht mit dabei, müsst ihr einmal bestellen. Den Link dazu packe ich natürlich unten mit in die Infobox hinein. Gucken wir unseren Beamer einfach mal genauer an. Schauen wir zuerst auf der rechten Seite. Hier haben wir unseren Stromeingang. Das hier müsste normalerweise der Lautsprecher sein. Wir haben Stereo-Sound. Das bedeutet, dass wir auf beiden Seiten eigentlich einen Lautsprecher haben müssten. Also hier auch. Hier sitzt jetzt allerdings die Kühlung hinter. Und wir haben hier oben unseren SD-Kartenschacht, unsere AV-Anschlüsse bzw. Kopfhöreranschlüsse, VGA-Anschluss zum Beispiel für den Laptop, den USB-Anschluss fürs Handy und andere Einsteckmöglichkeiten und natürlich unseren HDMI-Anschluss. So sieht das ganze Teil von hinten aus, so von unten und ich würde sagen, gucken wir mal von oben. An der Oberseite können wir natürlich unser ganzes Menü steuern. Wir haben natürlich auch eine Fernbedienung mit dabei. Dann haben wir hier oben drauf unsere Einstellrädchen. Mit dem einen stellt man die Schärfe ein und mit dem anderen verstellt man das Trapez an der Leinwand, damit das Bild gerade rangeworfen wird. Die Fläche, die wir nachher an den Bildschirm schmeißen, die liegt idealfall zwischen 60 und 120 Zoll. Die ideale Entfernung ist 2,80 Meter bei 100 Zoll dann an der Leinwand. Zwei Lautsprecher, 50 Watt, 8 GB Festplatte ist auch mit drin und ich denke mal, das ist auf jeden Fall ganz ordentlich für einen Mini-Beamer. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn ihr sowas benutzt, müsst ihr eben dran denken. Bei dem Preis kann man nicht erwarten, dass man damit in einem Sonnenschein Filme gucken kann. Es sollte auf jeden Fall schon ein dunkler oder abgedunkelter Raum sein, damit das Ganze funktioniert. Interessant wird das Ganze natürlich aufgrund der Größe. Man kann das Ding mitnehmen in Urlaub oder zu Bekannten, zu Verwandten. Und wenn man da zum Beispiel eine Diashow oder sowas macht oder sich Filme angucken will oder Urlaubsvideos, dann ist das Ding auf jeden Fall in meinen Augen ideal. Das muss man eben immer dabei bedenken. Klar, es gibt Sachen, es gibt Geräte, die machen einen besseren Job, gar keine Frage, liegen dann aber im anderen Preisniveau und von daher, die Verarbeitung von dem Gerät ist auf jeden Fall top und es stinkt auch nichts. Wir haben unten nochmal ein Einstellrädchen, also dass wir die Höhe einstellen können und das Einzige, was jetzt hier fehlt, ist in meinen Augen ein Stativfuß. Ein Stativfuß wäre interessant, zum Beispiel wenn man DJ ist und auf der Feier irgendwas projizieren möchte, dann kann man das Ding natürlich schön oben an der Traverse festmachen. Allerdings können wir auch dieses nutzen hier und wir können da unser Gerät montieren. Das Schöne bei diesem Gerät auf jeden Fall, das ist das überarbeitete Gerät. Bei den Chinesen ist das so, die versuchen nicht erst 10 Jahre irgendwas zu entwickeln und bringen das dann auf den Markt, wenn es schon längst wieder out ist, sondern die bringen erstmal die Vorversion quasi raus, verkaufen die und vielleicht auch zum guten Preis, gar keine Frage, und entwickeln dann auf jeden Fall weiter anhand der Kundenrezension. Deswegen sind Kundenrezensionen auf jeden Fall immer sehr wichtig. Ich würde sagen, wir warten jetzt einfach, bis es dunkel ist, ziehen unsere Leinwand wieder runter und gucken dann mal, was er für einen Job macht. Kämpfer. Und los geht's! Ich bin weder Königin noch Monster. Der Zauberstab. Ihr müsst ihn in Sicherheit bringen. Im Menü können wir alles eigentlich ändern. Die Menüsprache, wir haben insgesamt 19 Sprachen, müssen das drin sein. Die Farbe können wir ändern und Helligkeit und so weiter. Das ist auf jeden Fall alles
möglich. Außerdem können wir die Quelle auswählen, was wir gerade benutzen wollen. Und USB, AV, den PC, die SD-Karte oder den Videoanschluss über HDMI. So, ihr seht auf jeden Fall, wie das funktioniert. Und ihr könnt auch sehen, dass es noch Tageslicht ist. Und das heißt, dass man das Ding auch bei untergehender Sonne benutzen kann und nicht nur, wenn es dunkel ist. In meinen Augen geht es auf jeden Fall für das Teil 5 Punkte. Das funktioniert top. Das funktioniert auf jeden Fall top. Der Link ist davon unten in der Infobox drin. Wer natürlich noch ein HDMI-Kabel braucht, den Link packe ich euch auch unten mit rein. Denkt dran, die AAA-Batterien, 2 Stück braucht ihr noch für dieses Teil. Ansonsten der Lüfter, den hört man nicht, beziehungsweise er läuft so laut ungefähr wie ein alter PC-Lüfter. Und wenn aber der Ton dabei läuft und man den Film guckt, nimmt man diesen Lüfter auf jeden Fall nicht wahr. Ihr habt auf jeden Fall gesehen, der Beamer funktioniert wunderbar. Und wenn euch die Rezension gefallen oder geholfen hat, dann dürft ihr natürlich mich auf Facebook besuchen, mich auf Instagram besuchen. Da gibt es auch immer Verlosungen und Live-Sachen oder diesen Kanal hier natürlich abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen im neuen Test. Hier auf Videocheck, bleibt sauber, ordentlich und anständig.